Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 18. Episode von The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy und es geht endlich hiermit weiter mit der kleinen Fotosession mit paar bedauerlichen, ärgerlichen Kenntnisse, die ich jetzt wahrgenommen habe, dass natürlich die 100% in diesem Sinne nicht richtig zusammenkommen und ich euch eine abgespeckte 100% Version in dem Moment zeigen werde. So, fangen wir erstmal an. Dieses Bild hier kann man nur bekommen, wenn das Tor nicht runtergelassen worden ist, so wie in dem Fall hier. Sonst hätte mir dieses Foto bekommen können. Und hier seht ihr in dem Moment, ich zeige euch die Location. Hier genau ist die Location in dem Moment. Ich werde es jetzt so als Speedrun machen, so wie den Muscheln, Herzteile in dem Moment, wie wir sie gesucht haben. Das wird so eine kurze Episode wieder. Machen wir das so mit den Fotos, würde ich sagen. Wie gesagt, und ich werde natürlich auch noch was dazu sagen in dem Moment. Normalerweise würde jetzt Jimmy kommen oder würde man ein wunderschönes Foto, wie er hier jetzt im Bild sehen tut, wie es aussehen könnte. Aber ansonsten gucken wir doch, wo die nächste Location ist. Bis gleich. So, kommen wir zur nächsten Location. Hier genau vorne dran vor dieser Statue. Wenn man natürlich mit Marin unterwegs ist, vor dem Walross, das ist wichtig, weil das sind auch diese Punkte. Wenn man mit Marin das Walross besucht, ist es nicht mehr möglich. Das muss man vorher machen. Bekommt man hier ein schönes Foto mit Marin und natürlich Talin. Ja, Talin kommt auch noch dazu, ja genau. Aber natürlich haben wir jetzt noch eine andere Möglichkeit. Es sind hier jetzt paar zusammen. Als nächstes versuchen wir hier jetzt das nächste Foto zu machen. Und wir gucken hier an diesem Fenster. Oh, seht ihr? Hallo, ich bin der Fotograf. Willst du etwas über Ulrira wissen? Ich nenne es Davy enthüllt Ulriras Geheimnis. Ja. Und damit haben wir das nächste im Bunde. Gut, das eine, wo wir hier am Mond hatten, das kennt ihr ja. Wenn man mit Marin natürlich noch unterwegs wäre, könnte man in dem Moment hier einmal runterfahren. Und wenn man mit ihr runterfällt, kommt in dem Moment, landet sie auf uns und dann gibt es dieses schöne Foto, wie ihr hier seht. Eigentlich ganz lustig, schade, dass wir das eigentlich nicht gemacht haben. Aber nun ja, gehen wir jetzt zum nächsten Punkt. Der ist ja ratzefatze in der Nähe, deswegen werden wir jetzt das schnell in dieser gemeinsamen Aufnahme jetzt hier schnell machen. Wupp, wunderbar. Sehr schön. Wenn ich sozusagen hier vorne hingehe mit Marin, das ist auch noch mit Marin, kommt man ein schönes Foto hier auf der Klippe in dem Moment. So, dann gucken wir doch mal, wo der Rest jetzt von den Fotos noch ist. So, kommen wir zum nächsten Foto. Wir sind hier in der Nähe von der Brücke, die hier unten drunter führt, wo wir wissen, ja, oh, sieht ihr, da ist er schon sogar, der Fotograf. Also gehen wir jetzt zu ihm hin, reden mit ihm. Ich glaube, ich werde wieder mal einen großen Fang machen. Sperre deine Augen auf und sieh genau hin. Bin ich mal gespannt. Der Fotograf ist schon am Start. Oh, die Musik wird schneller. Wow, welch ein riesen Brücken. Wow, der ist ja riesig. Hey, du, mit der Kamera kannst du ein Foto schießen. Hey, sei bitte nächstes Mal vorsichtiger. Das sieht doch mal lustig aus. Okay, damit haben wir das nächste Foto im Kasten. Kommen wir doch zu einer nächsten Runde von einem Foto. Und das ist hier in der Nähe von diesem wunderschönen, wunderschönen natürlich Grabstein. Hey, ich liebe Fotos. Hey Davy, was machst du hier? Du willst etwas über das Gespenst wissen? Dank dir fühlt es sich nun wohler. Bist du bereit für ein Foto? Ich nenne es, hab Angst gehabt, lächle. Ja, das ist doch cool. Das sieht doch mal richtig, richtig cool aus. So, fürs nächste Foto, ja, ist es dieser Moment im Spiel, wo man sagt, hey, wenn man das macht, tut man natürlich, dann kann man auf jeden Fall nicht mehr zum Shop reingehen. Deswegen, ich tue es jetzt riskieren, weil wir müssen ja nicht mehr in den Shop reingehen. Und natürlich, oh, verdammt. Wenn man in den Shop reingeht, wäre man dann direkt getötet. Da hätte man dann im Death Counter natürlich zwei stehen. Und das will ich ja natürlich nicht. Also werden wir das jetzt trotzdem jetzt schnell durchziehen und im Rest des Spiels werden wir eigentlich dann nur noch Dieb genannt und nicht mehr Davy dann. Was eigentlich, wenn man mal ein bisschen egal ist.
gucken wir mal. So, wir nehmen hier mal die... was bräuchte mir eigentlich? Sagen wir so, gucken wir mal. Bomben haben wir. Komm, wir klauen die Herzen. So, wir müssen jetzt ganz lange auf ihn hier laufen. Bis er hängen bleibt. Und wir gehen hier raus. Und wir... Wow, er hat es nicht gemerkt. Aber plagt dich jetzt nicht dein Gewissen? Ja, eigentlich sollte jetzt ein extremes cooles Foto stattgefunden haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man tatsächlich sogar jetzt da rein muss nochmal. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. So, falls ihr jetzt hier genau seht, bin ich wieder zurück im Foto, weil ich habe mitbekommen, dass man jetzt hier hingehen muss. Damit, oh, die Abenteuer des Dieb. Möchtest du ins Album schauen? Ja, natürlich. Dann bekommst du sozusagen dieses Foto. Möchtest du ein Foto anschauen? Natürlich, wähle es mit aus und drücke A-Knopf. Ja, ich muss jetzt so gucken, welches es ist. Nein, das ist es nicht. Gucken jetzt mal. Nein, das ist auch nicht. Da ist es. Das ist der Dieb. Das Foto des Diebes. Gut, dann haben wir sozusagen die... Eine der letzten Fotos. Okay, mal gucken. 5 Bilder passen noch ins Album. Was soll ich fotografieren? Ja, 5 können wir, 4 können wir natürlich nicht mehr machen, was eigentlich sehr, sehr traurig ist, weil ich es halt verkackt habe. Aber wir werden uns natürlich um das Letzte jetzt bemühen, dass wir alles jetzt haben. Und damit ihr natürlich auch wisst, falls ihr das Spiel selber spielt, wo die Locations natürlich sind. Irgendwo ist es ja teilweise ja ein 100% Let's Play in dem Moment, wenn man es so sieht. So. Wir gehen in dem Moment auf den Berg. Das werde ich jetzt ein bisschen aufnehmen, weil das ist jetzt nicht die Welt in dem Moment. Oh, super. Okay, nehmen wir das auf jeden Fall mit des Götter-Ahorn. Gut. So, wupp. Darauf scheiße mehr. Das schieben wir weg und gehen so schnell wie möglich rein. Wupp, wupp. Wunderbar, wunderbar. Wow, Money, Money, Money. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall nur, dass ihr wisst, wenn wir jetzt Dieb sind, können wir eigentlich nicht mehr zurückkehren. Nur, dass ihr es wisst. Wir können nicht mehr in dieses kleine, in diesen kleinen Shop rein, weil dann sind wir Game Over. Wir werden direkt getötet. Nur, dass ihr es wisst. Deswegen mache ich es auch nicht, weil der Death Count auf 1, das reicht eigentlich schon. Gut, wir müssen hier hoch, oder? Wenn ich mich jetzt da durch. Ja, wir müssen hier hoch. Scheiß auf die Leute hier und einfach durchrushen. Wunderbar. Oh ne, ich war doch verkehrt. Ich hab gedacht, wir würden jetzt hier da hochkommen in das Häuslein, aber hab mich doch geirrt. Deswegen, scheiß drauf. Autsch, das tat weh. So, das heißt, wir müssen... Wo müssen wir hier hoch? Das kann nicht wahr sein. Da müssen wir nicht hoch. Oder? Muss ich hier hoch? Tatsächlich muss ich hier hoch. Okay. Habe ich mich geirrt, alles klar. Ich habe gedacht, ich muss das hier hoch. Okay, gut. Dann irre ich mich jetzt. So, wenn wir jetzt hier reinkommen, ist natürlich das Hühnchen hier drin. Oh Mann, dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege. Ja, da freut sich natürlich der... Es sieht eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, aus wie Luigi, oder? Irgendwie schon auf eine Art und Weise. Gut, so, dann gehen wir diese Vorsprung hier hoch. Genau, und wie ich ja schon mal erwähnt habe, wenn man hier diese Felsen wegmachen würde, bekommt man in der rechten hier eine... So, ouch. So, erstmal muss ich das jetzt alles wegmachen, weil hier angeblich soll das letzte Foto sein. Die Frage ist, wird es jetzt... Da ist es. Hey, das ist eine perfekte Chronik deiner Abenteuer. Ich nenne es nah dran. Bist du zu nah dran? Ich muss etwas zurückdrehen. Oh! Die fallende Maus. Gut, damit haben wir das soweit abgeschlossen. Wir können jetzt... wie machen wir das jetzt? Oh, wow. Hey, komm her. Komm her jetzt. Die Fee nehme ich natürlich mit. Wir machen das jetzt im Schnellformat, Leute. Ich werde das jetzt so machen, dass ich die Flöte spiele auf... Vergesse natürlich den Punkt jetzt noch zu drücken, was ärgerlich ist. Wir werden... Hallo? Ich habe doch das Ding reingemacht. So, wir werden jetzt ein bisschen einen kleinen Umweg machen. Jetzt nicht einen gravierend großen Umweg, aber einen kleinen Umweg werden wir jetzt in dem Moment tun. Gut, wenn wir das jetzt soweit geklärt haben, gehen wir jetzt zum 8. Dungeon. Ja, auf geht's zum 8. Dungeon.
Ja, das machen wir doch in dieser Episode, weil sonst wird die Episode doch ein bisschen zu kurz und ich will jetzt keine 3-Minuten-Episode raushauen. Deswegen machen wir jetzt den Weg zum Dungeon. Ja, dann haben wir eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, das Spiel auch fast durch demnächst. Lang ist es nicht mehr. Und dann folgt auf jeden Fall ein nächstes Retro-Projekt. Da freue ich mich auch schon drauf. Habe ich schon heute mit dem Rahmen auch wieder angefangen zu machen. So, nehmen wir alles jetzt mal wahr. Ich weiß ja nicht, ist die Höhle wichtig? Oh, doch, da gibt's was. Coole Sache. Aber ob es wirklich was Sinnvolles hier gibt, ist die andere Frage, außer Rubine. 50 Stück, wow. Damit werden wir jetzt sehr reich, Leute. Oh, guck mal, da sind bestimmt auch noch 50 Rubine da drüben. Oh, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Yeah, sogar nur 20. Holy shit, ey, bin ich jetzt reich geworden. Gut, wenn wir das hier geklärt haben, gehen wir hier hoch. Nein, das ist verkehrt. Ich muss nämlich ja jetzt gucken, wie man da hochkommt. Wir müssen irgendwie darüber hochkommen. Das ist Fakt. Ich frage mich nur, von wo. Warte, ich glaube, war das nicht irgendwie die Felsen hier? Irgendwas hat das mit den Felsen zu tun. Glaube ich. Nee, doch nicht. Gucken wir mal. Nein, irgendwo war was mal. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo muss ja der Eingang sein. Gucken wir mal einfach da, ob wir da vielleicht irgendwo was machen können. Oh, oh, verdammt. Der war bitter. Ja, dass wir da drüben wirklich ein Loch machen müssen, damit wir da hochkommen. Wir gucken einfach mal jetzt. Nee, ich habe mich doch geirrt. Okay, dann können wir eigentlich wieder hier raus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir dann da hochkommen. Und sagen wir jetzt nicht, dass ich da, wo wir eigentlich jetzt gerade vom Berg her waren, dort hoch müssen, weil es ist ja dann ärgerlich. Let's go. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, ja, Leute. Ich muss tatsächlich da hoch jetzt. So, ich glaube, der Boomerang muss das kaputt machen. Yep, wunderbar. Nur ich glaube nur das Große jetzt eher weniger. Oh, der Große auch noch. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. So, machen wir uns doch ein bisschen den Weg ein bisschen leichter. Der Boomerang ist der Retter in Not. Okay, dann gehen wir mal hoch. So ärgerlich, wie das auch ist. Geh wir nur auf die Betzeberg. Und da, wo wir eigentlich waren, können wir jetzt wieder hin. Rip, weg mit dir. Das kann doch echt jetzt nicht wahr sein, dass ich das wieder verkacke wegen einer fucking Fledermaus. Das ist doch ärgerlich. Ach, auf den Rubin kann ich ja scheiße. Ich meine, shoppen tue ich ja eh nichts mehr. Ich meine, das Einzige, was ich noch organisieren tue für uns, sind eigentlich nur noch Elixiere dann fürs Finale, falls wir den, wo wir schon haben, aufgebraucht haben. Aber bis jetzt habe ich ihn ja eh noch nicht aufgebraucht. Noch nie bis jetzt, glaube ich. Doch einmal habe ich ein Elixier aufgebraucht, ja. Sorry, das war ja gelogen. Ich habe wirklich einmal ein Elixier aufgebraucht bis jetzt. Von der Situation gesehen. Gut, dann gehen wir jetzt nur genau hier hin. So, und dann nach links einfach nur gerade. Wunderbar. Ich glaube, ich muss sogar da rein, oder? Ich bin mir jetzt gerade unsicher, aber... Warte, war das nicht so? Ich gucke jetzt mal kurz von der Karte her. Nein, eigentlich nicht. Ach doch, doch, wir müssen so da rein. So, hier rein müssen wir. Durch den Tunnel müssen wir rüber, oder? Wenn ich mich nicht irre. Nee, das war der falsche Tunnel, da haben wir nämlich den Schlüssel bekommen. Der ist jetzt unwichtig bei dieser. Wir müssen jetzt erstmal rüber uns teleportieren die ganze Zeit. Im Enderhaken und so weiter. Gut, los geht's. Einmal, Dankeschön, und rüber. Oh, Hilfe, Hilfe! Dieb, ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich habe Angst. Wow. Da
Danke, Dieb. Das war Rettung in letzter Not. Sieht ihr? Dann er sagt nur, sag Dieb. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber Dieb? Ja? Marin! Hoch, oh, Tarin! Tja, dann muss ich wohl gehen. Was war das? Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat. Jenes Lied, das Schlafende aufweckt, wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilienfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Ja, das werden wir auch jetzt auf jeden Fall tun. Wir begeben uns ja gerade jetzt direkt dorthin. So, diesmal muss ich natürlich nicht so, sondern so wie wir mal einmal runtergegangen sind, genau hier runter, um natürlich dorthin zu kommen. So, rip, wunderbar. Dafür ist der Enderhaken natürlich in bester Not. So, jetzt sind wir da drüben. Gut, und da sollte mir eigentlich auch hin. Wir müssen nur jetzt gucken, dass wir irgendwann mal den... Oh, das war knapp. Und das war nicht so geplant gewesen. Au. Hallo? Autsch. Ich meine, so viel Energie verliert man ja jetzt eher weniger. Unser blaues Gewand rettet uns da schon ein bisschen. So, dann geht's jetzt hier rüber. Und jetzt ist genau der Moment hier, dass ich hier runter muss, oder? Yes, genau, da muss man runter, damit wir hier weiterkommen. Ah! No, nicht so unverschämt sein. So, da wollte uns futtern. Das muss doch echt nicht wahr sein. Gut, machen wir mal hier die Höhle auf. Mal gucken, was wir noch hier vorfinden. Was finden wir hier? Oh, oh, ach stimmt, ja. Dafür brauchen wir das Spiegelschild. Mit dem Spiegelschild kommen wir nur hier weiter. Mit dem normalen Schild hätte das gar nicht funktioniert. So, aha. Also das sieht schon mal richtig gut aus, was wir hier machen. Ah, und da sollten wir ja eigentlich auch hin, Leute. Genau hier hin. Der böse Vieh. Und dieses böse Vieh. So, Leute, wir sind vor 8. Dungeon. Das heißt, ich werde jetzt dieses Lied hier spielen. Um... Ach, was soll das? Und er hoffe, dass er jetzt zu Leben erweckt. Natürlich erweckt er zum Leben. Es ist der erste kleine Miniboss mal wieder. Nur ich habe jetzt keine Ahnung, wie der nochmal... Okay, ich muss einfach noch draufhauen. Ich glaube, das war's sogar. Ja, das war's. Draufhauen und drauf und da weiter. Und damit regelt sich natürlich das Leben. Euer gut gelaunter Moderator Davy bedankt sich vielmals fürs Einschalten bei dieser heutigen Episode. Wir sehen uns dann morgen, indem wir Dungeon 8 inspizieren werden. Ein Daumen nach oben wäre wunderprächtig. Ein Abo wäre noch besser. Und damit sage ich Tschüssi Ahakowski.